Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ja, in der letzten Folge haben wir eine weitere Stufe 3 Quest erledigt. Ich bin dann aber blöderweise zum Ausladen in die Base gefahren, statt die Quest beim Händler abzugeben. Ja, ich dachte, ich hole euch hier mal zur allmorgendlichen Begrüßungsrunde dazu. Genießen Sie mal ein bisschen Aufmerksamkeit hier. Was bist du? Du bist genau. Du bist so ein Blödmann da, ne? Der kommt mal näher, Papsi. Auch nicht spucken. Pfeil. Gibt's hier nicht. Dann ab zum Händler. Nein, Moment. Den nehmen wir noch mit. Ja, ich habe zwischen den Folgen weiter fleißig Pflastersteine und Beton gecraftet. Habe die zweite Treppe auf Beton fertiggestellt. Und bin mit der Absturzstelle jetzt ja, zwei Blöcke tief. Also Absturzstelle da, wo die Zombies vom, ja, ich nenne ihn gerne Catwalk, da wo sie vom Catwalk runterfallen, da möchte ich das ja, Idealfall bis zum Bedrock, bis zur letzten Tiefe, die in dem Spiel möglich ist, gerne runterlassen. Und dann würde ich gerne einen großen Tunnel als Ausgang machen. Ich die im Grunde genommen ja bis nach Timbuktu leite. Ja gut, er hat jetzt natürlich mal wieder. Gut, ich habe eh nichts zu verkaufen dabei, von daher ist die Magnum auch egal. So, einmal Quest getauscht. Moin Chef. Ne, wir bleiben noch bei den Zeitschriften. So, 263 Nordost ist Rendon Residence. Sagt mir irgendwas, aber jetzt nicht ganz akut. Wir gucken mal einmal in die Zeitschriften. Da haben wir zweimal Reparatur. Zweimal Vehikel. Da fehlen uns dann offensichtlich noch fünf Bücher bis zum Motorrad. Zweimal Knüppel, sehr schön. So, das lassen wir direkt hier. Lazy Timbers. Whatever. Ich würde jetzt aber mal. Oder? Ja, das rechts hätte ich jetzt gesagt, das kennen wir noch nicht. The Rendon Residence. Okay. So, das Fahrrad ist hoffentlich leer. Kein Kommentar. Nehmen wir. So, Zement nehmen wir auch. Gibt es hier irgendwelches Unwohlsein? Hoffentlich nicht.
richtig in Erinnerung habe, ist das ein Ausgang. Gehen, danke. Ja, Alter, was hab ich denn inzwischen für eine Game Stage? Das ist auch nicht mehr normal, oder? Zombie vor mir flüchtet, habe ich jetzt auch so noch nicht erlebt. Auf den Arsch. Hast du jetzt den Weg gefunden? Merkwürdiger Hampelaffe. Knüppel und einmal Schwere. Stahlschwere Qualität 1. Sehr schön, wir besitzen einen Eisenspeer 6. Also ab 3 wird es interessant. Hier war ja sonst nichts. War ja sonst nichts. Okay. War sonst nichts, genau. Warum drückst du immer die Escape-Taste? Du kommst von alleine da wieder raus. Ja, dann mal ab nach oben gehasselt. Hi. Wo wollt ihr denn alle hin? Gut. Ja, kaputt. Ich habe auch eine kleine Schiffwunde davon getragen, aber... Also gefühlt. So, bringt gar nichts, aber bringt wenigstens Anfangsschaden. Wenn ich ihn treffen würde. Wo kommst du denn jetzt so schnell weg? Hauptsache, ich krieg meinen Pfeil wieder. Kaputt. Ich glaube, hier bin ich so ganz dran. So, hier ist noch einer verwirrt. Lass mir die helfen. Yep. Zement immer super sympathisch. Dann lasse ich nichts drauf kommen. So, jetzt stellt sich mir die Frage. Nö, eigentlich nicht. Nehme ich, danke. Na, ihr zwei. Sah jetzt nicht so aus, als wenn ich bei irgendetwas gestört hätte. Robotik. Robotik haben wir Qualität 4. Okay, den haben wir schon. Ist das nicht süß? Nein. Spaß beiseite. So, jetzt bin mir fast was rausgerutscht, aber beiß mir mal kurz auf die Zunge. Sechser Stahlschaufel, den können wir ja auch bessern, das ist ja schön. Dann lass uns doch auch direkt dasselbe machen.
Einmal verändern wir den. Ja, 6er Stahlschaufel. Dann haben wir hier ja bei dem Thema das Endziel erreicht. Ernsthaft Spiel. Okay, aber der Knüppel gefällt mir. Krieg ich dich? Oder bleibt das ein Stacheldraht hängen? Gott. Hab ich mich erschrocken. Drehst du dich nach rechts um, weil da noch ein roter Punkt ist und dann steht der dir direkt im Gesicht. Halleluja. Bist du wieder aufgeladen? Nee. Doch mit Leben. Hat irgendjemand den Outlook gesehen? Ach, da bist ja. Warum bitte ist das eine Dreierquest? Sind's. Ach, das ist eine. Ich habe Befallen angenommen. Okay, das habe ich nicht umschrieben. Na denn. So, Erntewerkzeuge und Reparaturwerkzeuge. Damit haben wir die Bogenteile, die wir brauchen für unseren Holzbogen. Sehr schön. Dich brauche ich nicht, danke. Das Papier kann hier bleiben. Ja, das steckt ja wohl, oder? Hi. Du wolltest kein Plastik mehr looten. Das trifft sich doch. So, Bicycle natürlich auf der anderen Seite.
Voller als voll. Und Blödsinn. Pack doch mal eben da Sachen rein, die du nicht verkaufen willst. So, Kollege Händler. Ernte. Stahlwerkzeug Qualität 2 freigeschaltet. Quick. Da war eine Mine, da habe ich aber Glück gehabt. Ja, dann habe ich ja ganz unbewusst das erste Mal eine befallenen Quest angenommen. So, auf welcher Seite ist unsere Kiste? Auf dieser. Gut, wir haben die Wumme nicht dabei, aber egal. Congratulations. How about I So, er invite bietet uns wieder 25 Stahl an. Das ist ja irgendwo auch ein Wink mit dem Zaunfall, ne? Bleibt erstmal bei den Zeitschriften. So, dann kannst du das. Kaufen. Merci beaucoup, Monsieur. So, und heute ist Restock, ne? 52, ja. Lass uns mal gucken, was er da hat. Achttausend haben wir jetzt hier. Shotgun Weekly, okay. Da muss ich nicht lange drüber nachdenken, so dass die Dinge, die wir ihm verkauft haben. Ja, ich glaube, wir müssen noch mal zu Bob. Sonst kriegen wir hier unser Motorrad nicht beieinander. So, was willst du denn für den Stahl haben? 4000, gib her. Sale is Gut. a sale, Ja, even if weiß it's ich. just for a mate like you. 326 südbeseitige I'm gonna make you Zombies. an offer you Senor can't refuse. Drogas Well, Residence. good Ja, luck. machen wir By doch. the looks of it, you're gonna need it. Ist für mich neu. Ist mir nicht bekannt, dass ich in diesem Let's Play oder überhaupt in der Alpha 21 diesen POI-Namen schon mal gelesen habe. So, und das ist jetzt. Ne, da wohl dahin. 1, 2, 3, 4, die fünfte. Und noch drei. Gut, eigentlich. Wie weit ist das Ding weg? Ah, ist so weit weg. Machen wir in der nächsten Folge. Ich habe kurz überlegt, ob wir in der Folge den Airdrop da noch holen, aber das ist Quatsch. Machen wir in der nächsten.
Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.